Okay, Mitte April, die ersten Saaten werden ausgebracht und ich wollte euch mal zeigen, was ich so ausbringe in meinem Garten und mit welcher Saat ich gute Erfahrungen gemacht habe. Das eine sind die Stuttgarter Riesenzwiebeln, das sind Steckzwiebeln, die benutze ich in jedem Jahr. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht und ich habe schon verschiedene Sorten von Gemüse oder von verschiedenen Firmen ausprobiert, verschiedene Saaten, aber letztendlich bin ich bei der Firma Quedlinburger hängen geblieben. Die hat mich überzeugt von der Qualität des Saatgutes her, der Gesundheit der Pflanzen. Das kann ich von meiner Seite her nur weiterempfehlen. Und was ich hier habe, ist so ein Standardsortiment. Ich habe hier einmal natürlich rote Beete. Ich liebe die kugelige rote Beete, nicht die längliche. Dann habe ich hier. Oh, mal gucken, ob das scharf ist. Dann habe ich hier Pori Elephant. Der ist ziemlich ertragreich. Herbsternte. Dann sehe ich immer gerne zwei Sorten von Kohlrabi aus oder drei. Einmal den Liedernen und den grünen kleinen und den Superschmelz. Dann habe ich hier drei verschiedene Sorten von Möhren. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Das ist die wahrscheinlich französische Sorte Nantes. Dann habe ich hier die lange rote Stumpfe ohne Herz und einmal die rote Riesen. Dann habe ich hier also eine Nantes, das ist eine frühe Sorte und die anderen beiden Sorten sind Lagersorten. Stangbohnen ist klar, auch eine sehr schöne Sorte. Da habe ich die Neckarkönigin. Wunderbare Erfahrung gemacht die letzten Jahre über. Ganz klasse Sorte. Buschbohnen fehlen mir noch. Und dann habe ich natürlich verschiedene Variationen von Kohl, Rotkohl, Spitzkohl zum Beispiel. Dann habe ich Rosenkohl, klar. Blumenkohl, Grünkohl. Was mir noch fehlt, ist Brokkoli, Weißkohl und Wirsing. Die Selleriepflanzen, die kaufe ich auf dem Markt tatsächlich. Und ja, heute werde ich in einem Frühbeetkasten diese Frühsorte Radieschen aussehen und zwei Sorten von Salat, einmal Kopfsalat und einmal Endivie. Das Schöne ist, den Kopfsalat kann man aufschneiden und der wächst wieder durch und so die Endivien genauso. Okay, das soweit zum Saatgut, das ich verwende. Und ja, weiteres wird folgen. Macht's gut, schöne Grüße von Selbstversorgung, modern und einfach. Ciao.